Willkommen zu einem neuen Random Game. Heute spielen wir .cat oder .cat oder was auch immer. Und hey, auf den ersten Blick sieht das Game gar nicht mal so gut aus. Der Teil des Screens ist ein bisschen... Oh Gott, ist das laut. Bisschen Standard. Ich hoffe, der Sound geht bei euch klar. Ja, ich habe mir halt gedacht, wir spielen mal wieder einen neuen 2D-Plattformer. So wie ich es halt immer gerne spiele. New Game, so. Und das hier sah halt sehr ansprechend aus. Okay. Ein böses Etwas geht in den Karton. Die Katze geht in den Karton. Karton-Katze. Ja. Das ist die Story. Oh Gott, das hat aber lang geladen. Hey, und da sind wir. Oh Gott, ist das floaty. Oh mein Gott. Du kannst ja fliegen. Cat. Okay. Ich weiß nichts über dieses Spiel. Ich habe mir nur gedacht, die Grafik sieht ganz nett aus. Und... ich habe mir halt gedacht, ja, Katze obendrauf, kaufe ich es mir für, was war denn das jetzt? Ich glaube, es war ein Euro oder so auf der Switch. Und, ja, ich habe in letzter Zeit nicht mehr so viele gute Spiele gespielt, deshalb habe ich jetzt nicht so den besten Eindruck von diesem Spiel. Aber wir werden sehen, diesem Portal. Okay. Das scheint immer das Ende eines Levels zu sein oder so. Vermutlich. Okay, die Partikel gehen ein bisschen rum. What? Oben links haben wir noch so eine Herzanzeige. Was war das gerade? Die Controls sind nicht die besten. Alter, das ist ja ein richtiger tricky Jump. Aber okay. Ach, die killen mich. Okay, die sind böse. Du auch? Warum ist alles böse? Die sehen doch nett aus, genau wie ich. Die sind doch alle so nett. Warum können wir einfach Freunde sein, Leute? Warum? Ist hier rechts... Oh, ja, da rechts ist irgendwas. Oh Gott, ich gehe lieber zurück. Das ist so ein Fly Guy. So ist so ein Shy Guy als Geist. Gibt es, glaube ich, auch wirklich in irgendeinem Spiel. Na, egal. Ich habe das Gefühl, ich kann irgendwas mit den Boxen machen, aber kann ich nicht. Hä? Okay, ich kann auf die drauf springen. Okay, sehr interessant. Gott, ey, das Spiel... das sah promising aus, auf den ersten Blick. Aber jetzt bin ich mir gar nicht mal mehr so sicher. Die Steuerung ist halt ein bisschen crappy. Gott, ey. Vielleicht sieht man das auch, wie es sich steuert. Das kann man ja manchmal sehen, ein bisschen. Und ja, das steuert sich nicht unbedingt wundervoll. Ach, das sollen Kristalle sein und keine Herzen. Ach so, ja, okay. Ja, jetzt sehe ich es auch. Ich kann nicht versprechen, dass ich 100% mache, je nach... Autsch. Je nachdem... Warum respawnen die immer? Ach, dann respawnt ihr halt. Hä? Wie hat der mich jetzt gekillt? Das hat man alle too fast. Too fast for me. Oder bin ich too fast for you? Wow. Das ist fies. Den lass mal, wenn ich es hinkriege. Nice. Kann ich ducken? Nee. Einfach ein Checkpoint teleportiert. Nice. Aua. Na gut, dann benutze ich den. Ungefähr so. Ja, das war gerade ziemlich lucky. Gott, ich habe gar kein Feedback, wenn ich Leute kill. Die ploppen einfach kaputt und ich stampfe auf die drauf und das war's. Vielleicht wird es gar gleich noch besser. Vielleicht. Warum ist da ein Checkpoint? Hä? Warum ist da oben ein Checkpoint? Macht aber so gar keinen Sinn. Oh, neue Area. Nee? Sieht so aus? Warte, was? Ich kann da von da unten hoch? Okay. Noch ein Checkpoint? Okay. Ja, das ist Sackgasse, ne? Ja gut, also das war auf jeden Fall .cat, Leute. Wow. Ich kann Double Jumpen manchmal? Ich verstehe es nicht. Manchmal kann ich Double Jumpen, manchmal nicht. Hat irgendwas mit den Plattformen zu tun, glaube ich. Oh mein Gott. Der Jumpscare. Oh, da, okay, das. Ah, die Katze. Nein. Die wurde in Stücke gerissen. Ah. Warum soll man wieder hoch wollen? Warum kann man da wieder hoch? Why?
Muss ich hoch? Ey, diese World ist... Aber das ist auch ein Checkpoint, warum muss ich denn hoch? Diese Welt ist so kompliziert. Ich meine, ja, okay, wenn du alle Kristalle haben willst, dann schaust dich besser um. Wahrscheinlich gibt es da auch deshalb diese einen Stufen. Aber... I don't know, es macht halt keinen Spaß, hier alles zu erkunden irgendwie. Wo soll denn hier links irgendwas sein? Also das Schild ist auch ein bisschen misleading, finde ich. Hä? Der ist out of bounds? Okay. Viel Spaß da drüben. Wie. Blob. Wie. Die Maus, die will mich umbringen, Leute. Da habe ich Todesangst. Oh mein Gott. Ist hier ein Checkpoint irgendwo? Ist doch locker irgendwo ein Checkpoint, oder? Nicht? Wow. Jetzt wird's aber brenzlig hier. Ist hier links ein Kristall? Das ist so ein Ort, wo ich mir so ein Kristall... Hier ist gar nichts! Ich verstehe diese Welt nicht! Hier ist überall gar nichts! Was? Hä? Diese Welt ist so konfus, so langweilig und so random, als hätte man einfach so einen Editor erstellt. Ja, das sind Gegner, okay, die sind jetzt Gegner, kleine, große Gegner. Mach ich überall Plattformen hin. Ja, Exploration und so, ne? Hä, ich bin doch auf ihn draufgesprungen. Fuck. Gott, nee. Das ist aber wieder so ein Crap-Game, wofür ich einen Euro ausgegeben habe. Oh Gott. Ah, ich hatte das erst letztens mit einem Zehner. Ja, das war ja auch nicht so schön. Führt das irgendwo hin? Ja, das war ziemlich fair, auf jeden Fall. Nach links? Ich glaube, da geht's gar nicht lang. Ich glaube, ich muss einfach... Wow. Hier nach rechts. Okay, ich bin die ganze Zeit falsch, oder? Warum gibt es denn die anderen Wege, wenn die doch alle falsch sind? Hä? Riesiges Labyrinth. Okay. Da hinten ist aber... Kann ich die irgendwie doch kaputt machen, oder was? Die Kartons, weil da hinten ist ja ein Kristall. Ach komm, keine Ahnung mehr. Keine Ahnung, ey. Dieses Spiel, habe ich doch keine Ahnung. Kann nichts machen, Leute. Ja, ich bin tot. Nice. Da kommt noch mal ein Gegner auf mich zu. Oh, nice. Ja, also das ist eine sehr faire Passage. Also die habe ich jetzt auch verblockt. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein sehr interessantes Spiel. Also ich habe jetzt noch voll die Motivation, weiter zu spielen. Das macht so viel Spaß. Leute, bitte abonnieren. Wie lange geht das? Ich renne die ganze Zeit nur nach rechts. Irgendwann muss doch mal ein Ende kommen. Oh Gott, ich bin... Ja, hier ist auch wieder gar nichts. Das ist so konfus. Warum macht man das? Hier ist überall nichts. Ich habe das Gefühl, hier sollten überall, wo Sackgassen sind, überall Kristalle sein. Aber nein, da ist nichts. Da ist gar nichts. Oh, da ist was. Mario, juhu. Das funktioniert nicht mal. Was ein Scam. Ich war nur eine einsame Katze. Ein Streuner wie jeder andere. Doch, eines Tages wachte ich ganz normal in meinem Zimmer auf, dachte ich. Doch, ich sah einen Wollknäuel, was in einen Karton reinging. Ich dachte mir, cool, dieses Wollknäuel, das könnte ich mir mal vorknöpfen. Und bin dann mit dem Wollknäuel in den Karton gesprungen. Doch, das war der größte Fehler meines Lebens. Ich wachte in einer komischen Welt auf. Überall Graslandschaft. Fliegende Plattformen, die von der Decke hingen. Und überall waren Seesaws. Und die Lebewesen aus dieser Welt, ich sag euch Leute, die waren komisch. Die bestanden aus Kaninchen, Äpfeln, Shy Guys als Geister. Die Viecher, was auch immer das für eine Scheiße ist. Oh! Ich ging immer weiter nach rechts. Und weiter. Und weiter. Ganz selten mal fand ich auch einen Kristall. Aber keine Ahnung, für was die gut waren. Es ging immer weiter nach rechts. Immer weiter. Und weiter. Nichts änderte sich. Es war immer wieder der gleiche Ablauf von finde den richtigen Weg. Der falsche Weg ist nur eine Sackgasse. Mit nichts, aber auch wirklich gar nichts hinter.
Es gab kleine Vogelhäuschen, die sich als Checkpoint enttarnten. Diese, ich weiß nicht, sie ploppten einfach aus dem Nichts raus. Und manchmal erschraken die mich sogar. Mann, ich komme in diese Scheißstelle nicht weiter! Doch auf einmal wurde alles rot. Ich sah Lava, glaube ich, überall verstreut. Es war wirklich schwierig, allem auszuweichen, weil gefühlt alles in diesem Spiel nur noch aus Lava und Seesaws bestanden. Dieses Spiel. Was ist dieses kranke und brutal hyperrealistische Spiel? Und warum gibt es dieses Spiel im eShop für einen Euro? Ich hoffe, euch hat meine Kühlpasse gefallen. Achso, warte, ist noch gar nicht vorbei. Irgendwann gelangte ich wieder irgendwohin. Irgendwann war ich nicht mehr nur an irgendeinem grünen Ort oder an irgendwelchen Lavaorten. Ich war tatsächlich am Ende. Hier ging es nicht mehr weiter. Und ich habe mir gedacht, warum? Wieso? Warum ich? Was ist passiert? Und die wichtigste Frage, habt ihr schon abonniert? Wenn nicht, könnt ihr das kostenlos tun. Geht das hier mal bitte zu Ende? Please, ich hab keinen Bock mehr. Das Spiel ist super langweilig, passiert nichts, ich jump die ganze nach rechts. Ja, geil. Ah, ganz hinten, boah, Enemy Spamming ist so... Boah, ey, das ist... Mario Maker! Spielspaß deines Lebens. Endet das Spiel bitte auch mal. Bitte. Nein! Wieso können die da unten überhaupt in der Lava leben? Ja, komm, Alter. Ja, wow! Ich spawn und sterbe! Ja, geil, ein Checkpoint bei einem Seesaw aufzubauen. Das ist ja voll die gute Idee. Welcher Clown hat sich das ausgedacht? Und welcher Clown konnte diese Scheißmusik nicht loopen lassen? Ja. Dieses Spiel treibt mich in den Wahnsinn! Ah! Nein! Ach man! Alle Gegner zuvor waren alle nur weiß. Was war das denn? Das Ding, habt ihr das gesehen, wie es geslidet ist? Was war das denn? Mal gucken, ob ich überhaupt richtig lang gehe. Nee. Da oben ist nicht mal was. Ich verstehe diese Welt nicht. Schlechtes Game Design nennt man das. Boah, ey, dieses Spiel ist so challenging und so spaßig. Leute, ihr solltet euch das mal geben. Ja, mit dem Raffling in der Beschreibung. Oh, Checkpoint. Boah, cool. War überhaupt nicht random gesetzt oder so. Nein. Boah, geil. Nice. Nein. Nein. Oh mein Gott, Leute. Da ist ein Oh mein Gott, Leute, das. Oh mein Gott, Leute, da ist ein Kristall. Also gut, Leute, könnt ihr mir sagen, wo der Kristall ist? Wo könnte er nur sein? Ach, da ist der! Danke, Leute, ohne euch hätte ich ihn nicht. Sonst bitte nicht sterben. Weep. Was habe ich gerade gesagt? Krasser Speedrunner von Punkcat bin ich, Leute. Ich bin einfach krasser Speedrunner. Ich bin Topscore, ja? Um genau zu sein, sogar Platz 2. Direkt neben Kevin. Er ist Platz 1. Kevin, ich werde dich noch überholen. Mein Problem ist nur bei dem Spiel. Ich wäre schneller, wenn das Spiel nicht so scheiße langweilig wäre. Und ich mit meinem eigenen Commentary es irgendwie interessant machen muss. Hä? Geh ich irgendwie im Kreis oder so?
Warte, nee, das ist neu, oder? Ist das neu? Boah, keine Ahnung. Alles sieht gleich aus, als ob ich weiß, ob es neu ist, Mann. Ich will nicht mehr spielen, Leute. Ich will nicht mehr. Mann! Okay, da war ein Gegner. Hä? Wieso kann ich denn da sich drunter huschen? Und auch nicht? Hä? Sonst geht das doch immer. Warum gibt es ausgerechnet hier nicht? Okay, vielleicht irgendwie ein bisschen Code vergessen? Oh nein, wo bin ich? Hä? Es wiederholt sich immer alles. Hier war ich schon. Natürlich war ich hier schon. Was? Wieso? Die ganzen Seesaws scheinen aber auch irgendwie weg zu sein. Hey, ist es da unten kein Checkpoint? Warte, was? Jetzt ist ja. Wisst ihr was, Leute? Ich hab einfach keine Lust mehr.